Leber nehme ich einfach mal mit. Jetzt habe ich kaum noch Geld. Ich muss mal in der Pokémon-Liga Geld farmen dann auch. Um mir krassen Scheiß für Modescheiß zu kaufen. Aber du hast jetzt auch nichts mit einer Kampfattacke, ne? Mit einer physischen. Nee, ich glaube nicht. Weil dann würde der Chanera Express richtig eskalieren. Müssen wir schon immer mal nachgucken, ob im Poké-Portal irgendwas Sinnvolles ist. Kano mit Fee. Dann hier dieses Chiliengel. Auch mit Fee. Fee. Oben Käfer, Gladiantri mit Pflanze. Der andere Käfer mit Boden. Imantes Wasser. Ja, Dressella Wasser, ne? Wenn Dressella jetzt, wenn das Fruyal wäre mit Wasser, wäre schon geiler. Aber Dressella ist jetzt nicht so das geilste Pokémon. Da rennt ein Genera, hol's dir! Hüppel hinterher! Dass da die Genera Spawnrate nicht so hoch. Wahrscheinlich ist das Gebiet da bei dem Feenhain hier wirklich am besten dafür. Da hast du Chancys ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Ja, aber die Chanera kriegt auch nicht so mega viele Punkte hier. Ja, weil du auch den Autokampf machst. Ja, ich weiß ja nicht, welches Level die haben, wenn du da so reingehen würdest. Machst du das nicht mit Autokampf? Nö.
Ich bin da, weil es mehr EP gibt, weil ich ja, ich habe aber Lucario gehabt, ne, mit Zertrümmerer als physischer. Ja, okay, dann. Dann, macht halt mehr Sinn. Auf der anderen Seite, in der Nuzlocke macht es natürlich Sinn, weil dein Pokémon einfach nicht sterben kann. Okay, ja. Was ich aber echt gut finde, ist, ne? Die waren sehr kreativ. Du hast schon festgestellt, dass es in der Gen 3 Hunde-Pokémon gibt. Ja. Das ist schon. Oh nein, ich bin ein scheiß Dingsbums Geronimatz. gerannt. Ja, genau, Chanera macht eh kein Damage. Da hast du schon recht, Domi. 300 Pokémon, so schlau, wow. Tick, 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 das ist der Blumentrick. Zack, weg mit dem Welser. Darf ich dich in einem Detail spoilern? Was denn? Nach der Top 4, ne, Ja. ist der Champ so nett und heilt nochmal deine Pokémon komplett auf. Oh nee. Habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf, wenn ich das schwöre. Chanera Level 39. Ja, so. Ja, okay, 700 Punkte ist schon was anderes. Auf Level 44, 47 gab es halt auch so um die 1300. Und das skaliert ja auch irgendwie mit dem EP-Teiler. Klar, das Mon, was das besiegt, kriegt am meisten. Und dann geht das ja wirklich nach Level, ne? Das mit dem niedrigsten Level kriegt am meisten EP und so. Oh, ein Also, Flamara! Oh mein Gott, ein Flamara! Ah, mein Team ist. Ich bin damit recht zufrieden. Ich habe Gengar, Dragoran, Garados, Azogladis, mein Dingensvieh, meine Endentwicklung und Lucario. Hast ja voll viele aus der neuen Gen gefangen, Natürlich. Digga. weil die Pokémon so geil designt sind. Merkt man. Fühlst du Gen richtig, ne? Auf jeden Fall. Boah, also ohne Scheiß, ne? In Sachen Pokémon-Design fühle ich dich aber jetzt auch nicht. Das wird nicht meins. Nee. Gefallen mir sehr viele Pokémon nicht dieses Mal. Also wie gesagt, das ist. Da wird ja auch mal. Ich plane jetzt auch schon. Also wie gesagt, die werden halt nur ein bisschen aufwendiger, die Videos. Hier das Shiny Hunt Tutorial. Die Top und Flop 5. Das will ich halt so ein bisschen mit, ne, mit ein paar Effekten und dies und das, dass es halt wirklich gut, qualitativ gut ist. Das wird wahrscheinlich dann wirklich halt noch ein bisschen dauern, bis ich das veröffentliche. Aber das Chanera-Video werde ich wahrscheinlich morgen aufnehmen.
und dann veröffentlichen. Der Chanera Express, das geht ja schnell. Aber die Top und Flop und das Shiny-Video mit dem Shiny-Hunting, das wird dann, wobei das Shiny-Hunting wird nicht so aufwendig wie die Top und Flop 5. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So, einmal. Ich glaube, Azugladis muss nach vorne, weil Lucario beim ersten Vieh kein Schaden. Ah, was haben wir denn da? Ein Kupfanti-Stahltyp. Ja, das hat's ja nicht so schon, ne? Muschas Boden. Sehr viel Scheiße. Kapokwasser. Weitere Bier Elektro. Hm. Sehr viel Scheiße. Hm. Na, eigentlich habe ich noch zwei Sommerbonbons. Und ein Despotar. Ich hab ein Despotar. Nice. Also die Frage ist jetzt, wollen wir schon in die Prüfung reingehen oder nicht, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Denn Vendetta. Keine Ahnung. Aha, okay. Anscheinend eine neue Attacke. Ja. Vendetta, Vendetta, Vendetta. Muss ich gerade an Simpsons denken. Von Tingeltammel irgendein Bob, der Sohn, der da mit dem Messer da. Vendetta, Vendetta, Vendetta. So, Reueschwert. Ja. Die Attacke ist schon cool. Die recovert ja 50, also ne, macht gut Schaden und 50% des erlittenen Schadens kriegst du als KP wieder zurück. Also den Schaden, den du gemacht hast, kriegst du wieder zurück. Okay. Boah, bringe ich dem lieber Donnerwelle bei als Attacke. Ist, glaube ich, besser als Sucker Punch.
Paralyse hilft halt immer. Und so viel Attack hat er jetzt auch nicht. Aber der hat mit seiner Fähigkeit Dynamo, ne? Da lädt er sich ja auf und macht, glaube ich, dann stärker. Aber ich weiß nicht, ob das nur die sich auf die Elektroattacken bezieht. Nee, das ist nicht schon. Auf das steigt die Stärke ist an der nächsten Elektroattacke. Ja. Prost. Cora-Vibes. Shit, alles schon aus. Oh, cool. Was ist denn gleich das erste Pokémon, gegen das ich kämpfe? Wassertyp. Wassertyp, okay. Also du weißt das, also du hast dich erkundigt. Nein. Nein. Das erste ist ein Wassertyp. Und das andere ist ein Drachentyp, ne? Nein, ein Wasserdrache. Okay. Aber, also, ja komm, ich sag's dir jetzt einfach. Du musst das, bevor es das Gewürz, ist es ein Wassertyp. Das ist dieses Haifisch-Pokémon, dieses große. Und du musst das triggern, indem du dieses an der Landzunge unten, dieses Naga-Nigi, da allerdings dieses Sushi-Fischvieh ansprichst. So, und dann musst du hinterher nochmal den Haifisch besiegen. Und weil dieses Naga-Nigiri das Gewürz aus der Höhle holt und dann wird das von dem Haifisch gefressen. Aber eigentlich ist der Haifisch das schwächere Vieh und dann musst du nochmal gegen dieses Sushi-Naga-Nigari oder wie das heißt, kämpfen. Und das hat dann den Wasserdrachentyp. Also musst du quasi drei Pokémon besiegen. Okay, ich habe keine Ahnung. Und das ist Level ungefähr so 50 oder was? Ja, hatte ich ja, keine Ahnung. Ne? Du hattest ja gesagt irgendwie 40. Ich hatte dann gelesen 50, was es jetzt letztendlich ist. Kein Plan. So, no risk, no fun oder? Denn wir haben in dem Sinne Elektro-Pokémon, ne? Ja. Wir haben auch Elektro-Pokémon mit guten Stats. Spezialverteidigung 104, Verteidigung 100, KP 182. Ja. Ich habe auch ein Wasser-Pokémon, was zur Not noch was reißen kann. Garados wird jetzt auch, weil ich habe nichts mit einer Gesteinsattacke für die Flugtop 4. Ich werde jetzt einfach auf Garados mit Drachentanz setzen. Und dann da durchwuppen. Ich will halt heute noch das Ding irgendwie rocken, ne? Dass ich morgen anfangen kann mit dem nächsten. Oh, hier gibt's Koali, du? Nee, tatsächlich keinen Eiszahn beigebracht. Das könnte ich noch machen, aber ach, nö. Das ist ein Karpilz.
Mann Nummer 1 ist down. Digga, das mit dem Gleiten ist aber auch so ein bisschen verarschen, ne? Ja, weil du runtergleitest. Ja, auch wenn du lange gleitest, fällst du halt einfach, ne? Ja. Uff, der Tag. Ach, hier ist so ein Sushi-Vieh oder was das ist, so ein kleines gelbes. Ja, nee, bist du, nee, du musst ja ins Wasser. Ja, chill. Digga, der hat die Kaskade überlebt. Oh, das ist ja niedlich. Ja. Das sagst du nachher wahrscheinlich nicht mehr. Da setze ich das erstmal mein Dragoran ein. Asuglades. Da Nigiragi, genau. Ach, es kommt reingeschmied. Okay, gar kein Bock. Jetzt schon gar kein Bock mehr. Ja, ist jetzt aber keine Ränke. Oh, guck mal, hier ist ein Sichel, das schwebt einfach bloß. Sieht so richtig dumm aus, da bewegen sich die Flügel nicht. Egal, warum one-shotte ich die Viecher nicht mehr? Ja, oder was heißt nicht mehr? Ich hab's ja auch schon auf Karmesin nicht gewonshottet. So, genau da unten die Insel, da muss sie hin. Und quasi auf der linken Zunge, also quasi auf dem Schwanz von dem Spermium, da sitzt das Nigiragi. Du bist doch so ein Spermium. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein behindertes Spermium. Aus so einem Spermium entstehen Leute wie Zelos. Ach Gott. Ob wir es schaffen? Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hab noch ein Pikachu, ich hab noch ein Pikachu Level 5 in der Box, ne? So ist es nicht. Oh ja, Chanera Express. Hauptsache schwimm Arktipp, ne? Das ist so dumm. Du musst ans andere Ende. Ans andere Ende. Digga, das sah gerade aus so vom Weiten wie Troy. Ja, genau das musst du ansprechen. Es geht los. Okay, Donnerwelle war eine gute Option. Kann ich mich dann dazwischen heilen? Ja. Und auch, ich meine, wenn ich mich recht entsinne. Okay, es haut ab.
Chill, 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 Ja, chill, es chill. haut ab, genau. Du musst halt dem jetzt direkt folgen. Boah, ich hab grad so Schiss, ne? Gönn dir, Bruder. Rechts, 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 rechts. Nein, rechts, rechts. Du musst rechts an dem an der Klippe. Also an dem Dingens, genau. Oh, das ist Dratini. Lamus. Ja. Da habe ich mir auch meinen Dratini gefangen. Jetzt links. Also du musst da entlang. Hey, das ist das Falsche. Nein, ja, das ist das Falsche. Du musst an der, genau, da und genau, da an der Wand entlang und da ist es dann gleich. Oh, genau hier irgendwo da, ja, genau, das ist das nie. Hier ist das nie. Nein, nein, wieder zurück, da ist auch das Ja, ich hab's Ding. gefunden. Chill, chill. Ja, der Stream hat halt immer so 3, 4 Sekunden Delay. Deswegen ist das dann manchmal ein bisschen. Hilft er mir jetzt wenigstens? Ja, natürlich hilft er Gott dir. sei Dank, ey. Mit Schlaraffe. Erstmal Donnerwelle. Schön die Dönerwelle raushauen. Donnerwelle beste Option. Donnerwelle immer beste Option bei sowas. Ja, genau, geh auf Schlaraffe. Mich wundert es, heute ist bis jetzt noch nicht einmal meine Kamera abgeschissen, ne? Jetzt beschwörst du es aber hinauf. Und ich musste heute nicht dreimal neu starten, dass mein Stream funktioniert. Okay, Schlaraffe, du musst jetzt mit dran glauben. Ist mir jetzt egal. Oh, ich hab Schlaraffe getötet. Ist vielleicht gar nicht mal so schlau, aber okay. Aber wobei durch Dynamo ja eigentlich alles sicher.